So, wir haben seit 28.08. diesen Jahres eine neue Bekanntmachung, öffentliche Bekanntmachung des Landrats Anders Rosenheim bezüglich des weiteren Abbaus am Steinbruch in Nussdorf. Damit mir keine Unredlichkeit vorgeworfen werden kann, möchte ich ganz am Anfang noch sagen, dass ich seit dem ersten Quartal diesen Jahres der Partei Die Grüne beigetreten bin, rechne mich dort eher sowas wie dem bürgerlichen Lager zu. Und das hat unmittelbar jetzt nichts mit dem Steinbruch zu tun, aber es sollte vielleicht gesagt sein. Um was geht es? Es geht darum, dass der Betreiber dort weitere 10 Millionen Tonnen Gestein über die nächsten 50 Jahre abbauen will. Das entspricht ungefähr 3,5 Millionen Kubikmeter Stein. Das ist ein Volumen, das muss man sich vorstellen, wie knapp die doppelte Allianz Arena komplett voll. Also knapp die doppelte Allianz Arena soll dort weiter noch aus dem Heuberg rausgehauen werden. Und das in einem Bereich oberhalb dessen, was man jetzt schon sieht. Also wenn ihr den Heuberg anschaut, dann haben wir rechts oben rechts die Garwand. Und von dem unteren Punkt der Garwand aus, das sind ungefähr diese 758 Meter, soll es also nochmal 70, 80 Meter weiter raufgehen. Also alles oberhalb des sichtbaren oder im sichtbaren Bereich. Und das wird das Landschaftsbild massivst verändern. Auch das Dorfbild und das Ortsbild von Nussdorf von vielen Punkten aus gesehen. Das Ganze soll über die nächsten 50 Jahre geschehen, also weitere 2 bis 3 Generationen betreffend. Ganz interessant ist die Chronologie. Wir hatten am 26. April 2019 die erste öffentliche Bekanntmachung dieses Antrags des Landratsamtes. Das war übrigens in den Osterferien. Dann war festgesetzt in der gleichen Bekanntmachung ein öffentlicher Erörterungstermin im großen Sitzungssaal des Landratsamtes Rosenheim. Man hat dann Einwendungen gesammelt und insgesamt haben sich 722 Bürger oder Einrichtungen haben Einwendungen gemacht. Ich vermute mal, diese Wucht hat auch das Landratsamt überrascht. Danke an alle, die mitgemacht haben. Der Termin am 23.07. wurde dann abgesagt. Vielleicht ist man ein bisschen vorsichtiger geworden, ob der vielen Einwendungen. Aber angeblich waren Unterlagen überhaupt nicht komplett und haben Stellungnahmen gefehlt. Also warum er den überhaupt anberaumt hat, weiß ich nicht. Das scheint mir nicht unbedingt ganz professionell, was da passiert ist. Dann kam Corona und jetzt hat man also am 28.08. diese neuerliche Bekanntmachung gemacht, hat die neuen Unterlagen, die also teilweise ergänzt worden sind, verfeinert worden sind, ausgelegt bis zum Ende September und die Bürger können jetzt bis 30.10. Einwendungen gegen dieses Projekt machen, wobei die alten Einwendungen bestehen bleiben. Ne? Was ist jetzt ganz wichtig? Das Landratsamt hat jetzt in dieser Ankündigung gesagt, dass der eigentlich geplante öffentliche Erörterungstermin flachfällt. Der Betreiber hat extra ein Verfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung angestrebt, aber dieser Termin soll jetzt nicht stattfinden. Das Landratsamt macht hier einen Verweis auf das pflichtgemäße Ermessen der Behörde und einen Verweis auf das Gesetz zur Sicherstellung ordnungsgemäßer Planungs- und Genehmigungsverfahren während der Covid-19-Pandemie, also das sogenannte Planungssicherstellungsgesetz, PlanSIG. Jetzt ist das PlanSIG, so wie ich das verstanden habe, das ist eine Kannbestimmung. Also man kann das und es gibt ein Ermessen des Landratsamtes. Ja? Was ich mich jetzt frage ist, kann man nicht so eine Anhörung über mehrere Tage organisieren in einer entsprechenden großen Halle und dazu parallel im Internet übertragen? Welche konkreten Szenarien hat das Landratsamt durchgespielt, dass es jetzt zu der Aussage kommt, es kann keinen Erörterungstermin geben? Die Rosenheimer Grünen zum Beispiel planen im Oktober im KUKO eine Kreisveranstaltung des Landkreises, eine Parteitagsveranstaltung des Landkreises. Hallensport ist möglich mit 200 Zuschauern. Oder kommt jetzt dieses Planungssicherstellungsgesetz sozusagen als Notstandsgesetz gerade recht, um das Projekt gegen die Bevölkerung durchzuboxen? Nach Auffassung vieler, nicht nur mir, vieler Nussdorfer, hat das Landratsamt und die dort Zuständigen bereits in der Vergangenheit oftmals die Belange der Nussdorfer nicht ernst genommen und war stets relativ nahe am Betreiber dran.
jetzt nach 60 Jahren und nicht im ersten Erweiterungsverfahren, 60 Jahre Abbau am Heuberg, reicht es uns jetzt? Und ich wiederhole es nochmal, der Betreiber hat auch extra, explizit ein Verfahren mit Öffentlichkeit angestrebt. Und darauf bestehen wir. Warum jetzt auf einmal die Eile? Man hat es im letzten Jahr offensichtlich versemmelt. Es geht um massive Landschaftszerstörung für weitere 50 Jahre in 2 bis 3 Generationen. Und Sie wollen jetzt die Leute nicht mal persönlich anhören und ihnen die Chance geben, sich persönlich zu äußern? Liebes Landratsamt, was Sie da machen, das ist Wasser auf die Mühlen von Verschwörungstheoretikern, von denen ich mich auf das Schärfste distanziere. Ich fordere einen Wechsel der Zuständigkeit im Landratsamt, sprich einen Wechsel der zuständigen Personen, sowie die Unterbrechung des Verfahrens, eine systematische und transparente Überprüfung von Szenarien, wie so eine Anhörung durchgeführt werden könnte, und einen entsprechenden konstruktiven und öffentlichen Dialog, zum Beispiel mit der Gemeinde Nussdorf. Bei einem Mehrgenerationenprojekt diesen Ausmaßes muss man sich in einer Demokratie die Zeit nehmen können oder auch die Entscheidung gegebenenfalls nochmals vertagen oder nach hinten schieben. Was die Personen anbetrifft, so ist es in der Wirtschaft bereits heute so geregelt, dass in großen Unternehmen, Banken und Versicherungen zum Beispiel Wirtschaftsprüfer nach einer bestimmten Zeit wechseln müssen, um eine Nähe zum Klienten zu vermeiden. Gleiches sollte auch hier geschehen, und zwar proaktiv, im Sinne wirklich einer unabhängigen Entscheidung. Herr Landrat, liebe Mitglieder des Kreistages, sehr geehrte weitere beteiligte Behörden, Gemeinden in der Nähe von Nussdorf, liebe Mitbürger Nussdorfs, der Inntalgemeinden und der Region, macht eure Einwendungen noch bis 30.10. und besteht darauf, dass wir unser demokratisches Recht einer öffentlichen Anhörung durchführen können. Es sei denn, uns wird eindeutig und konstruktiv nachgewiesen, dass das absolut nicht möglich ist. Dann wäre immer noch die Möglichkeit einer virtuellen Schaltung sozusagen und über mehrere Tage das im Internet zu übertragen und dort den Leuten die Möglichkeit zu geben, sich verbal zu äußern, ähnlich wie das bei großen Aktionärsveranstaltungen momentan auch gemacht wird. Die Gemeinde Nussdorf, die einen eigenen Ausschuss zu dem Thema gebildet hat, weist in dem Gemeindeblatt, das Ende September verteilt wurde, auch auf das Thema hin und bittet die Bevölkerung wie folgt: Bitte machen Sie von Ihrem Recht Gebrauch und bestehen Sie auf der Durchführung des ursprünglich vorgesehenen Erörterungstermins. Und das sollten wir alle nach Möglichkeit mitmachen. Der Berg hat seine Schuldigkeit getan.